Nein, ich bin nicht gestört. Ja, doch schon, aber bei dem Intro rocke ich halt einfach immer mit und weil ich das nicht kann, ist mir auch peinlich. Neon Mixtape Tour. Endlich. Endlich ein neues, spannendes, aufregendes Level zum Hassen. Ich freue mich ja schon so. Auf geht's. Los. Wow, ich erinnere mich an diese Deko damals, als ich als kleiner Steppke Frösche und so. Tja, Benutzer Dave, ganz offenbar sind wir mitten in einer Neon-Mixtape-Tour gelandet. Ich glaube, das Tempo der Musik beeinflusst, wie schnell die Zombies sind. Für den Rhythmus. Ich bin der Rhythmus! Wir nehmen jetzt eine Sonnenblume. Und wir nehmen, weil ich die Pflanze nicht mehr sehen kann, nicht die. Wir nehmen hier mal so eine, die haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Und dich. Und dich und dich. Und dich und los geht's. Juhu! Let's plant this. Am Anfang ist die Musik hier immer total smooth. Aber dann kommen die Zombies und rocken voll ab. Und dann wird's richtig aufregend. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, aha, oh yeah. Victor, ich bin cool. Oh yeah. Die geht halt voll ab. Und Dr. Zombos tanzt halt oben mit. Das ist so gut. Ich liebe es. So, die Reihe ist schon mal gut geschützt. Da wird es auch langsam. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. In jeder Reihe sollte auf jeden Fall was sitzen. Egal was es ist. Irgendwas zum Verteidigen, wenn es geht. Nom 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 nom, lecker Zombie. Nom 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 nom. Schön saftig. Ein kleines bisschen süffig im Abgang auch. Nom, 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 nom. Scratch it. Richtig gut. Richtig gute Musik, ey. Voll gut, Mann. So, oh oh, jetzt geht's richtig ab. Jetzt drehen die voll am Rad. Jetzt kommen die Rocker-Zombies. Yeah, Mann. So, das sieht ja schon mal gut aus, so. Den da unten muss ich mal kurz einfrieren. Weil gleich als nächstes schnappe ich mir nämlich den da und. Bams! Sehr geil. Das machen wir auch mal so. Wow, das fängt schon an zu laggen hier. So viele Effekte. Die futtern aber auch immer echt lange, die Zombies. Dabei sind die halt so effektiv, die, also an den Zombies, nicht die Zombies, sondern die futtern echt lange an den Zombies, wollte ich sagen. Nom nom. Komm schon, snack ihn weg, Junge. Der hat sogar ein Gem da gelassen. Oh nein, du sollst nämlich in die Mine gleich treten. Dann wäre es echt besser. Halt, was kommt denn hier unten durch? Ich glaube, es hakt. Nom. Das gefällt mir nicht. Ich bin hier irgendwie immer mehr. Gefällt mir nicht. Butter. Oh, sehr gut, Butter. Noch sind sie ja langsam. Also, mit so einfachen Pflanzen kommt man gegen die gar nicht mal sonderlich gut an. Wir werden da wahrscheinlich wirklich echt taktisch mit so Pflanzen von den anderen vorherigen Parts echt arbeiten müssen, ne? Ich bin mal sehr gespannt, was das wird. Das ist schon mal explodiert, das ist gut. Mehr Erbsen-Shooter.
Also richtig abgehen tun die Zombies jetzt auch nicht. Es wäre so, ja, geile Party. Ja, okay. Ja, ich mag Partys. Du frisst den jetzt. Dann wird der hier eingefroren. Und ihr bekommt das da vor die Nase gesetzt. Sehr gut. Und dann kriegen die hier noch Spikies drauf. Wenn ihr durchbrechen solltet, werdet ihr gesprengt. Alter, wie die sich da schnell durchgefressen haben. Wie schnell die sich überhaupt durchfressen, ey. Geht voll nicht klar. Der hat das einfach auch mal locker geschafft. Ich liebe die Remix-Musik. Die ist so richtig atmosphärisch. Geht voll ab. Der wird da auch gesprengt. Du kannst ruhig den auffressen. Stört mich nicht. Der wird gefuttert. Oh, das waren ja sogar zwei Zombies. Na gut. Hauptsache, ich habe nicht beim ersten Level gleich die Rasenmäher gebraucht. Das wäre mir irgendwie peinlich gewesen. Da, jetzt futter den. Komm schon. Mach's weg. Der kann da ruhig durch. Ach, der ist auch schon platt. Okay, we got it. We got it. Ooh, yeah. Da-dum, down, down. Wow. Fette Beete haut alle paar Sekunden Schaden raus. Die macht, glaube ich, so Range. Irgendwie Range-Schaden nach hinten, nach zur Seite, nach vorne und so. Auf jeden Fall geht die voll ab. Uts, 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 uts. Okay, cool. Die Neon-Mixtape-Tour wird richtig schwer. Wird richtig, richtig schwer. Eieieiei. Vorsicht, Benutzer Dave. Ich vermute, dass einige Zombies einzigartige Fähigkeiten haben, wenn ihre Lieblingsmusik läuft. Du meinst, mit fetziger Musik fetzen diese fetzigen Fetzer ganz besonders fetzig? Genau, let's fetz, Benutzer Dave. Oh ja, let's fetz Plants vs. Zombies. Okay, die ist schon vorgegeben. Das ist gut. Dann werden wir auch damit weiterarbeiten. Und vielleicht auch mit den Explosionsdingern. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir mal mit was anderem noch ein bisschen interagieren. Ihr macht guten durchschlagenden Schaden. Das ist eigentlich immer ganz nützlich. Durianfrüchte sind cool. Zombies verlangsamen wäre, wenn sie ja sehr schnell sind und deswegen sehr ätzend sind, vielleicht eine ganz coole Idee. Und wegpusten vielleicht auch. Ja, wobei... In alle Richtungen Schaden machen? Ach Leute, wir probieren es einfach mal aus. Mal gucken, was passiert. Ja, ich bin momentan bei der alten Sonnenblumentaktik. Ich sollte nicht so lange überlegen, wo ich sie hinsetze. Es ist ja unglaublich hier. Ich glaube, der Zombie wird jetzt sowieso von der da weggeutzt. Da müssen wir uns erstmal gar keine großartigen Gedanken machen, sondern können hier unten was hinpacken. Deswegen... Genau, die macht in diesem Bereich Schaden und der sollte sogar ausreichen. Und ich glaube, das ist dieser Zombie, der voll abgeht, wenn er seine Lieblingsmusik hört. Dann schützen wir dich mal so ein bisschen. Hält er mehr aus? Ich glaube, ja, ich bin mir nicht sicher. Genau, jetzt gehen die nämlich hier ab und das ist nicht so cool. Ja, der tritt da nämlich, genau, der tritt die weg. Das ist so ein bisschen sehr ätzend. Das ist so ein bisschen sehr, sehr ätzend. Ich würde mal kurz da unten eliminieren. Dankeschön. Geile Musik. Alles klar. Ich brauche mehr hiervon. Da wir jetzt sowieso schon darunter geklatscht sind. Was soll's. Oh, noch viel mehr Sonnenlicht. Schon eingepuffert. Brauchen wir für eine Weile. Die Musik röhrte auch, das ist gut. Wir können spiken, spiken, spiken. Wir müssen also immer aufpassen, wenn die Musik wechselt, wenn die Tempi wechseln. Das ist nicht gut. Okay, ich brauche definitiv mehr hier von diesen coolen Rüben. Die rocken das jetzt weg. Durianfrüchte sind auch überall hier. Und euch mache ich wieder langsamer, weil ich glaube, die Musik macht gleich wieder einen Tempiwechsel.
Jupp, die gehen ab. Oh, nein! Wow, das war so knapp. Der hat ihn fast weggetreten, ne? Schön, er ist da reingelatscht. Komm mit. Oh Gott, die erledigen wir doch nie. Alter, der hat ihn einfach weggetreten. Das ist richtig nervig. Ich setze hier mal nur gerade eine Sonnenblume hin, weil ich jetzt nichts anderes frei hatte. Das hat er nämlich immer wegessen können. Sehr gut so. Alter. Das ist richtig, richtig unangenehm. Was die da alle so abziehen, Zombies. Dankeschön. Wow, seriously? Was macht ihr eigentlich, wenn ihr gedüngt? Oh, das konnte ich jetzt nicht mehr gucken. Okay, das Versprechen, sehr schwere Level zu werden. Das Versprechen, sehr, sehr schwere Level zu werden. Heilige Scheiße. Nächstes Level. Puh, Leute, wir werden uns zusammenreißen müssen. Ihr, damit ihr nicht durchdreht, weil ich so scheiße spiele. Und ich, weil... Bist du irgendwie nach Kaktee, Penny? Eine gute Idee, aber die Kaktee hat sich verändert, Benutzer Dave. Sie verschießt jetzt Stacheln auf die Distanz und gräbt sich ein, wenn Zombies näher kommen. Wer auf sie tritt, bereut es. So liebe ich die Kaktee, flexibel in der Offensive und Defensive. Das ist richtig gut, eigentlich gegen diese blöden Zombies da mit ihrem ich trete alles weg Zeug. Das ist richtig gut. Die schießt ja auch noch durch. Sehr gut. Geht dann halt runter. Tut sich da auch noch ordentlich weh. Oh, das hat nur die erwischt. Das war eigentlich blöd. Wenn die richtig schön langsam werden, kommen die ja nicht mehr durch. Sehr gut. Aber die können dann nämlich die Kakteen nicht wegtreten. Das ist richtig nett. Problem ist auch, die sterben nicht schnell genug. Oh ja. Tschüss! Ich weiß noch nicht, wie ich jetzt die hier wegkriegen soll. Wie soll ich die denn wegkriegen? Hier so schnell. Hä, wie soll ich das Level dann schaffen? Schieß mal an, was geht da? Was geht? Das geht doch gar nicht. Ich würde gerade sagen hier, ich glaube, das Level hat sie nicht mehr alle. Ich glaube, das hat sie nicht mehr alle, ey. Ich komme voll nicht drauf klar. Wie soll man das denn hinkriegen? In der Geschwindigkeit. Was wollt ihr von mir? Was soll denn das? Wie in drei Teufels Namen ist das denn bitte gedacht? Hier oben krieg ich doch gar nicht weg. Ich krieg ja nicht mal auf so ein Zombie-Dings draufgeschubst. Alter, das geht voll nicht. Okay, also den da kann ich schon mal, ja. Krieg ich vielleicht hin? Jetzt wird's ein bisschen ekelhaft. Da mal drauf. Nein, guck mal, die oben kommen durch. Alter, Spiel. Was zum F... Okay, das kann ich nochmal machen. Das kann ich nochmal machen. Ich glaube, ich darf die nicht nach vorne setzen. Hanni, du bist so dumm. Ja, ich darf die nicht nach vorne setzen. Ich muss die andere nach hinten setzen. Aber nicht ganz nach hinten. Ich habe eine Taktik. Ich habe eine Idee. Klar, wenn ich die nach vorne setze, ist ja dumm, weil dann kann ich nicht lange genug auf die schießen. Ich habe eine Idee. Die kommen hier hin. Jo, läuft. So. Jetzt habe ich die natürlich dahin gesetzt, wo die Zombies nicht kommen, weil ich blöd bin. Naja, kein Problem. Komm, ein bisschen vorspulen. Überhaupt nicht die ganze Dachzeit. So, ich glaube, das ist eine wesentlich bessere Idee. Das kriege ich hin. Jetzt puffe die mal schön hier ein. Genau.
Wenn die schon erledigt. Eine riesige Welle, dafür brauche ich das da gleich. So, erstmal den hier. Passt auf. Und jetzt, da oben wird problematisch. Und ich glaube, hier könnte es problematisch werden. Und da könnte es problematisch werden. Und dann machen wir hier den schon mal stärker. Und hier auch. Dann die Stacheln nehme ich brutaler. Wow, die gehen ja voll durch. Der schießt ja dann richtig durch. Sehr gut. Hier, der kann auch mal drauf treten. So, jetzt in jeder Reihe verbessert. Ich glaube, das ist... Ja. Ich musste mich erstmal auf die Taktik einlassen, Leute. Das braucht manchmal so ein bisschen. Ja, das sind Dinge, die sind... Diese Idee... Im Fluss, sowas ergibt sich. Lalala. So, in jeder Reihe muss einer sein, der hier voll abgeht. Schön einpuffen. Interessante Taktik. Damit kann man echt arbeiten. Ich glaube, die werden wir dann noch ein bisschen häufiger mitnehmen. Blöden Eimerteile. Die sind richtig krass drauf. Da bräuchte ich auch noch so ein bisschen mehr Stacheln für. Um die Eimer wegzunehmen. Naja, okay. Also die Verbesserten sind ja schon übel, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Wenn du durchkommst, fliegst du wieder zurück. Sehr gut. Ach, guck mal, Leute, wird doch. War gar nicht so schwer. Ich war nur scheiße. Alles gut. Boah, jetzt brauchst du noch länger, bis er da ist. Komm auf. Geht doch. Läuft. Brauch nur ein bisschen Taktik. Das ist halt nicht immer meine Stärke. Das ist, ich bin halt auch manchmal... Oh, da gibt es doch den Lauersellerie. Die sind dann wirklich dafür gedacht, diese Pflanzen, die sich ducken können, für diese blöden, tretenden Vollidioten-Zombies, ey. Geil! Okay, Leute, nächstes Level sehen wir dann aber auch erst im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, kommentieren und bewerten. Und oh Gott, was erwartet uns hier? Vorgegebene Pflanzen. Ich bin sehr gespannt. Der schönen Musik. Lass ich das Ganze ausklingen. Bis zum nächsten Mal. Fussing!